Ich kann mir vorstellen, dass du sicherlich auch mal so Stalker-Erfahrungen gesammelt hast. Ja, ich hatte zwei krasse Fälle. Also einmal Stalking war eben übers Internet, wirklich krass. Der hat halt auch meine Handynummer rausgefunden und hat dann übers Internet, also über WhatsApp mir täglich Nachrichten geschrieben. My little baby, change your bracelet. 3, 2, 1. Hi, mein Name ist Tommy. Im Januar habe ich zum allerersten Mal für Follow Me Reports gedreht. Und dann gleich so richtig. Ich selbst bin schwul und durfte einen Tag mit Deutschlands erfolgreichster Pornodarstellerin Lucy Cat verbringen. Ich habe euch das hier oben auf dem E-Mail verlinkt. Heute kann ich Lucy erneut sprechen. Aufgrund des aktuellen Kontaktverbots natürlich nur virtuell. Ich möchte herausfinden, wie die Corona-Zeit ihr Business beeinträchtigt und was sich seit der Reportage für sie so verändert hat. Hallo Tommy! Hi Lucy! Na, wie geht's dir? Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wie ist es für dich jetzt so, ja, angezogen vor der Kamera zu sitzen? Ich weiß nicht, es kommt dir wahrscheinlich nicht so oft vor bei dir, oder? Ich sitze ja meistens in Unterwäsche eigentlich vor der Cam. Und da ist jetzt, also manchmal habe ich auch ein bisschen mehr an. Im Winter zum Beispiel habe ich meistens immer so dicke Wollsocken an, eine geile Hotpants und ein langärmliches Oberteil, was man aber dann auch ganz gut hier so öffnen kann. Und deshalb ist das jetzt gar nicht so ungewohnt. Hast du den Latexanzug, den ich für dich reinigen und ölen durfte, hast du den seitdem mal wieder getragen? Ja, habe ich. Ich habe Fotos gemacht mit dem. Aber für ein Video hatte ich ihn jetzt nicht an. Ich habe zwar noch andere Domina-Videos gedreht, aber nicht in dem Latex-Outfit. Und hast du, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, nochmal draußen gedreht? Ja. Es war sehr kalt und ich habe komplett nackt draußen gedreht. Also wow. Der Film hieß quasi vom Ex-Freund ausgesetzt, nackt ausgesetzt. Also es ging halt so ein bisschen darum, dass halt mein Ex-Freund mich rausgeschmissen hat. Wir hatten eine lange Autofahrt und wir haben uns gestritten und er hat mich dann einfach nackt irgendwo abgesetzt und ich habe dann doch einen netten Herrn gefunden, der mich nach Hause fährt, aber dagegen musste ich natürlich etwas machen. Also gibt es sogar eine richtige Story dazu. Klar, Stories sind auf jeden Fall cool und ich finde, also für mich gehört nicht zu jedem Porno eine Story, aber ich finde, Pornos mit Stories sind manchmal sehr abwechslungsreich und man kann auch in viele neue Rollen schlüpfen und das macht mir auch sehr viel Spaß. Ich bin ja in die Rolle deines Sklaven geschlüpft. Hast du solche Videos nochmal in der letzten Zeit irgendwie gemacht? Ja, ich habe zwei neue Sklavenvideos gedreht, also ein Zweiteiler quasi. Hast du das Gefühl, dass die Pornos irgendwie jetzt gerade zu dieser Zeit irgendwie skurriler oder ausgefallener oder abgefahrener werden? Also persönlich, ich gucke mich natürlich auch immer auf den Plattformen um, was machen andere Mädels so. Und ich habe jetzt keine Veränderung da wegen dem Coronavirus irgendwie gemerkt, dass jetzt irgendwie Leute kreativer werden oder andere Dinge drehen. Seit unserer letzten Reportage haben wir natürlich wahnsinnig viele Einsendungen bekommen. Die Folge ist wirklich auch von meinem Feedback her aus, was ich so bekommen habe, sehr, sehr positiv aufgefasst worden, was mich natürlich extrem freut. Und freut mich auch, dass die Leute auch die Chemie zwischen uns beiden gut mitbekommen haben und gemerkt haben, dass es da doch echt vielleicht sogar eine gute Freundschaft entstanden ist. Gab es auch irgendwelche negativen Reaktionen? Natürlich ist es, ich weiß, dass mein Beruf eben immer auch für Kritiker gemacht ist sozusagen. Ja, also es gibt viele, viele Menschen, die die Branche an sich einfach nicht akzeptieren. Ich finde es eigentlich schade, weil Pornos auch die Sexualität irgendwie inspirieren können oder mal auf neue Gedanken bringen kann. Also wenn es vielleicht ein bisschen öde ist, dass man sich vielleicht mal ein paar Tricks abguckt. Das Problem ist einfach meistens, dass viele Frauen sich mit den Leuten aus den Pornos vergleichen wollen, was eigentlich gar nicht der Fall ist, weil Porno ist genau wie ein Spielfilm. Ja, da ist auch vieles gestellt. Natürlich nicht alles, meine Lust ist echt, aber es ist nicht immer alles so prickelnd oder so schön, wie es da drin aussieht, ja. Also es ist auch harte Arbeit, bis man zu einem schönen Film kommt. Also ich meine, ich gucke mir selbst auch Pornos an. Das ist jetzt durch die Corona-Zeit nicht mehr oder nicht weniger geworden. Das ist irgendwie in der Waage geblieben. Hast du das Gefühl, dass jetzt gerade, wo die Leute mehr zu Hause sind, dass sie auch mehr Pornos konsumieren? Also ich habe schon festgestellt, jetzt natürlich in der Zeit, dass wahnsinnig viele Nachrichten mehr reinkommen, weil die Leute eben Zeit haben. Am Umsatz merke ich es natürlich auch. Ist jetzt aber nicht so, dass ich das irgendwie herausfordere und jetzt irgendwie stundenlang mehr in die Webcam gehe, als ich es vorher gemacht habe, weil ich finde, das wäre auch so ein bisschen Ausnutzen der Krise. Ich bediene alles genauso wie vorher, aber ich merke schon, dass mehr Traffic auf den Seiten ist und dass mehr Leute sich auch ihre Langeweile vielleicht damit vertreiben, Pornos zu konsumieren. Kannst du ungefähr sagen, wie viel Prozent das mehr gestiegen ist? Kann man da so einen Schnitt bilden? Das kommt halt auch immer auf die Uhrzeiten an, wann, wie und überhaupt. Aber ich würde sagen, dass tagsüber, wenn ich mal tagsüber in der Cam bin, dann ist das deutlich mehr als vorher. Also
dann sind mehr User einfach online. Wie sieht das bei euch aus? Seid ihr viel zu Hause? Und wenn ja, wie vertreibt ihr euch die Langeweile? Du hast für uns ein klitzekleines bisschen gefilmt, wie dein Alltag so ist, beziehungsweise du hast uns ein paar deiner Outfits gezeigt. Und ich wollte dir halt beweisen, woran es liegt, dass ich mich am Tag 6-mal umziehen muss. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ich bin jetzt hier gerade frisch geschminkt, so stehe ich eigentlich normalerweise auf, gehe ins Bad und ziehe mir erstmal so einen schönen Leopardenbademantel an. Und dann ist es meistens so, dass ich schon zum Sport gehe. Ja, das ist jetzt quasi mein Sportoutfit. Also ich mache eigentlich ja, so alle 2 Tage Sport. So meistens mache ich das eigentlich auf dem Laufband, dass ich halt erst ein bisschen laufen gehe, mich ganz entspannt einjogge. Und dann mache ich das immer so, dass ich abwechselnd 1 Minute lang richtig krass renne. Und dann meistens so eine 30 Minuten ein bisschen gehen und das wechsle ich dann halt so lange ab, dass ich ungefähr auf 30 Minuten komme. Ja, wie man unschwer erkennen kann, Leopardenmuster ist irgendwie voll mein Ding. Für mich geht es ja eigentlich normalerweise jetzt nicht raus in Quarantäne. Das Einzige, was ich eigentlich noch draußen mache, ist einkaufen gehen. Und dann würde ich sagen, ich gehe jetzt mal einkaufen und zeige euch dann gleich das Outfit, was als nächstes kommt. Ja, da bin ich wieder. Es ist Nachmittag geworden. Das heißt, ich habe ja ein eigenes Pferd und der muss ja auch immer bespaßt werden. Das ist übrigens Bootsmann. Und Bootsmann freut sich immer über Besuch, über täglichen und vor allem über ganz viele frische Möhren. Deshalb habe ich jetzt mein Reitoutfit an. Reithose. Ich glaube, viele Männer mögen diese Teile irgendwie. Zumindest habe ich immer ganz viel Gutes darüber gehört. Und Reitsocken, damit die Stiefel nicht so scheuern. Ja, dann folgt quasi mein tägliches Abendprogramm. Ich bin ja Darstellerin, das heißt, ich drehe ganz, ganz viele schöne Videos und ich bin auch ab und zu in der Webcam zu finden. Und heute ist Mittwoch, das heißt, heute ist wieder ein Cam-Tag. Und da ziehe ich mir meistens irgendwas Cooles an. Heute ein bisschen so als Knallfrosch unterwegs. Natürlich immer Dinge, die man auch schnell wieder ausziehen kann, also nicht allzu viel. Ja, ich finde das Ding eigentlich ganz cool. Ich habe damit auch schon ganz viele coole Fotos gemacht. Man kann hier noch so ein bisschen so einen Reißverschluss ausmachen, das nach oben klappen, wenn man mehr sehen möchte. Und der Schlübi kann dann auch irgendwann wegkommen. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt ein bisschen in die Cam und dann zeige ich euch nochmal, wie so der allerletzte Teil meines Tages aussieht. Ich bin jetzt nochmal in meinen Schlafanzug gehüpft, denn wir haben es mittlerweile schon 22 Uhr, das heißt für mich ist Schicht im Schacht. Und ich hoffe, Tommy, dass dir das ein bisschen gefallen hat, dass du jetzt endlich mal verstehst, warum ich mich so oft am Tag umziehe. Jetzt bin ich auch ein klitzekleines bisschen schlauer. Ja, jetzt weißt du, woran es liegt. Wenn du jetzt sagst, du machst genauso viele Live-Shows wie vorher, machst du auch genauso viele Drehs wie vorher? Genau, also ich drehe genauso, also von der Art her natürlich nicht genauso wie sonst, aber von der Anzahl der Videos schon. Ich drehe im Moment natürlich nur Solo-Videos, denn ich muss mich ja auch schützen. Dieser Virus ist für mich ein Grund, auf jeden Fall auf sich selbst zu hören. Und mein erster Gedanke war gleich, okay, dann drehe ich eben Solo-Videos, dann kann ich eben keine Fick-Videos mehr drehen. Und das halte ich jetzt auch eigentlich so lange ein, wie die Maßnahmen eben von der Regierung aufersetzt sind. Das Schöne ist ja, die Solo-Videos kommen ja genauso gut an. Man sieht ja genauso viel von mir, nur dass eben kein Gegenspieler dabei ist. Also daher habe ich jetzt irgendwie keine Einbußen oder irgendwas. Ich kann mich auch ganz selbst, also komplett alleine gut verkaufen. Oder ich weiß genau, welche Hebel ich drücken muss, damit ich einen Mann glücklich machen kann. Welche Hebel? Das sind du weißt, was ich meine. Ich glaube, ich kann es mir sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Du hast dich jetzt auch nicht irgendwie großartig irgendwie nochmal testen lassen auf den Corona-Virus. Wenn ich jetzt natürlich merke, irgendwie ich werde krank, kriege Halsschmerzen oder Atembeschwerden, weiß der Geier, dann lasse ich mich natürlich testen, denn Gesundheit steht für mich auch über allem. Aber ich werde jetzt nicht speziell danach nochmal Tests anfordern, auch für meine Drehpartner. Es ist halt eine Vertrauensbasis. Sex ist immer eine Vertrauensbasis und ich würde da jetzt außer den Geschlechtskrankheiten-Tests jetzt nicht noch einen neuen Test anfordern von denen. Und ich muss zugeben, dass ich mir bislang immer noch keine Videos von dir angeschaut habe. Ich folge dir jetzt auf Twitter und da habe ich dann schon auch ein bisschen mehr Einblick bekommen. Ah ja. Und wie war es? Warst du peinlich berührt? Ich muss sagen, als ich mit dir in der Umkleide gestanden habe, da war ich auf jeden Fall peinlich berührt. Das habe ich in dem Moment auch gemerkt. Aber es ist auch nichts Schlimmes, weil ich finde das irgendwie sehr sympathisch. Das macht dich irgendwie sehr sympathisch, dass es so dir so eine kleine Scham so ins Gesicht getrieben hat. Bist du danach noch mal im Sexshop gewesen? Ende Januar war ich noch mal in der Boutique. Und was hast du da gekauft? Einen Buttplug habe ich gekauft und einen neuen Dildo.
Und natürlich beides auch schon für Live-Shows verwendet. Logisch, klar. Ich meine, du hast mich sogar ein bisschen aufgeklärt und mir einige Sachen erklärt, wie man sie benutzt und wofür sie sind. Was ist dir in letzter Zeit so Neues, Abstraktes vielleicht begegnet? Ich hatte neulich eine Cam-Show mit einem User und der hatte einen Anal-Plug, der App-gesteuert war. Das heißt, ich konnte mir eine App auf mein Handy laden. Er hat mir dann seinen Benutzernamen gesagt, dass ich das quasi von hier zu Hause bei ihm zu Hause steuern konnte. Und das fand ich innovativ und ziemlich cool. Und wie sieht das aus mit Pornosucht? Das ist ja auch ein Thema, was irgendwo aktuell ist und was auch irgendwo da ist. Wie sieht es da aus? Hast du damit Berührungspunkte? Ja, aber ganz, also wirklich sehr, sehr selten. Ich habe bis jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Nachrichten von Leuten gekriegt, die sich dann von meiner Webseite abgemeldet haben und eben auch beschrieben haben, so, Lucy, es war für mich das letzte Mal, es war sehr schön bei dir, aber ich habe eine Sucht entwickelt und ich muss gucken, dass ich auch finanziell da alles gut rauskomme. Und ich akzeptiere das natürlich. Natürlich muss man damit auch umgehen können. Das ist immer, also ich glaube, wie alles, was man macht und was Spaß und Freude bringt und irgendwie die Hormone in Gang bringt, das ist alles gefährlich, Sucht zu erzeugen. Und umso schöner eigentlich, wenn es Leute einsehen und verstehen, dann bin ich auch die Letzte, die da irgendwie dagegen ist, dass die Leute von meiner Webseite sich abmelden. Aber gerade für solche Suchtfälle gibt es ja auf jeden Fall super viele Beratungsstellen, an die man sich wenden kann. Also es gibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten, dass einem da geholfen wird. Ist es schon mal vorgekommen, dass du vielleicht auch Gefühle für einen deiner Zuschauer entwickelt hast? Also ich bin da relativ, wie sagt man dann, abstinent dagegen. Also bei mir muss es bei einem Menschen im Real-Life-Klick machen. Andererseits ist es natürlich schon häufiger vorgekommen, dass sich ein User vielleicht verliebt hat und ich das eben nicht erwidert habe. Aber für mich steht das außer Frage, dass da kein Kontakt stattfinden wird oder ja. Wie gehst du damit um, wenn sich jetzt ein User zum Beispiel in dich verliebt? Wie reagierst du darauf? Ich muss denen natürlich schon klipp und klar sagen, dass von mir aus keine Gefühle sind und ich den Menschen ja auch nicht wehtun möchte. Und dann blockiere ich sie vielleicht entweder, wenn sie es sonst anders gar nicht merken. Ich blockiere natürlich nicht einfach jetzt, ohne irgendwas gesagt zu haben. Mir ist schon wichtig, dass die Leute, dass ich sie auch öfter darauf hinweise. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich die einfach aus meinem Leben schmeiße und raus. Und es sind ja auch Menschen, die mir teilweise auch ans Herz wachsen. Aber das ist halt von mir nicht gewollt. Also ich bin halt eine Entertainerin und keine Partnervermittlung so. Ich kann mir vorstellen, dass du sicherlich auch mal so Stalker-Erfahrungen gesammelt hast. Ich kann da von mir sprechen, dass ich als YouTuber auf jeden Fall schon mal Zuschauer hatte, die vielleicht einen Schritt zu weit gegangen sind. Ja, ich hatte 2 krasse Fälle. Also einmal Stalking war eben übers Internet, wirklich krass. Der hat halt auch meine Handynummer rausgefunden und hat dann übers Internet, also über WhatsApp mir täglich Nachrichten geschrieben. Den habe ich natürlich dann auch gleich blockiert und der hat es dann durch die Blockierung anscheinend auch eingesehen. Also der schreibt jetzt vielleicht noch alle 4, 5 Monate mal. Sollte sich das jetzt nicht ändern und die Intervalle ein bisschen kürzer werden, gehe ich auf jeden Fall auch zur Polizei und lasse den anzeigen. Und ich hatte es eben auch schon mal, dass mir nach dem Einkaufen User gefolgt sind und ich fast so eine kleine Abhängjagd hatte. Wie ist dir das denn aufgefallen? Ich habe erst schon gesehen, als ich meinen Einkauf eingeladen hatte, dass die schon die ganze Zeit so geguckt hatten. Da dachte ich noch, ja, die können ja gerne mal rüberkommen und mal ein Foto machen, das wäre in Ordnung für mich. Aber die haben halt immer nur getuschelt. Dann bin ich eben ins Auto gestiegen, bin losgefahren und habe dann gemerkt, ja, okay, die tuscheln wieder und fahren hinterher. Also, und dann bin ich eben über, keine Ahnung, ein paar andere Dörfer noch gefahren, weil ich halt dachte, ja, dann, also so krass können die, müssen die, also wenn die mich nicht wirklich verfolgen würden, wären die schon längst abgebogen. Und dann bin ich halt auch ein bisschen schneller gefahren, noch über so einen Waldweg, wo eben, also den man wirklich nur kennt, wenn man da wirklich zu Hause ist, und konnte sie dann zum Glück abhängen. Aber das war schon irgendwie eine ziemlich komische Situation. Also man fühlt sich da dann so eingeengt, vor allem wenn man dann alleine im Auto sitzt und keiner neben einem ist, ist das schon komisch. Wie lange hattest du danach noch Angst, dass das nochmal vorkommt? Weil du bewegst dich danach bestimmt anders in der Öffentlichkeit, oder? Also es war jetzt nicht so ein krass prägnantes Erlebnis, dass ich jetzt irgendwie danach Angst hatte, rauszugehen oder so. Es war halt, ja, irgendwo, man hat es im Hinterkopf ein bisschen gehabt, aber ich bin jetzt kein Mensch, der sich von anderen Menschen einschüchtern lässt. Ich glaube, ich wäre in Lucys Situation nicht ganz so locker geblieben. Also mit Stalkern ist nicht zu spaßen und ich glaube, mich hätte so eine Situation viel mehr überfordert und auf jeden Fall eingeschüchtert. Was ist für dich der Moment, wo du sagst, okay, ab hier geht es zu weit? Du sagst, man darf dich in der Öffentlichkeit ansprechen, um ein Foto zu machen, aber wo ist für dich der Schritt, wo es zu weit geht? Man muss auch irgendwo unterscheiden, wenn es zum Beispiel auf einer Erotikmesse ist, dann wollen natürlich auch viele, weil sie denken, es ist eine Erotikmesse und ich bin Erotikdarstellerin, ob sie mal anfassen dürfen oder mal meine Brüste berühren dürfen oder sonstiges. Das verneine ich grundsätzlich. Man kann gerne ein Foto
machen. Ich umarme die Menschen auch dann oder stehe sehr dicht neben denen, dass sie wirklich alles sehen können und mich auch irgendwo an der Hüfte mal berühren dürfen. Aber jetzt irgendwie mich intim anzufassen von fremden Menschen, sehe ich jetzt irgendwie nicht so. Ich war auf dem Christopher Street Day einmal als Drag Queen unterwegs und da ist es mir aufgefallen, dass sobald ich diese Weiblichkeit hatte, es für sehr viele Leute eine Einladung war, mich auch an der Hüfte anzufassen und mich so an sich ranzuziehen. Wir Frauen müssen da schon manchmal ein bisschen aufpassen, ja? Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber schade, dass es davon, gibt es davon noch ein Foto? Ich würde dich ja sehr gerne mal in der Drag Queen Outfit sehen. Es gibt sehr viele Aufnahmen, wir haben Videos. Oh, sehr gut, sehr gut, ich bin gespannt. Lucy, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mal wieder was von dir zu hören. Und ich habe zu danken, ja. So detailliert zu erfahren, wie das bei dir läuft. Und ich hoffe, du bleibst auf jeden Fall weiterhin gesund. Schön, dass wir gesprochen haben. Und ja, vielen herzlichen Dank für den Anruf. Danke dir. Es muss ziemlich schlimm sein, einen Stalker zu haben. Und nur weil Lucy Cat Pornodarstellerin ist, heißt es noch lange nicht, dass man sie einfach so angrabbeln darf. Als ich als Drag Queen unterwegs war, war es mir ja schon unangenehm, nur an der Hüfte berührt zu werden. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie sich Lucy in so einer Situation gefühlt haben muss, wo man sie wirklich angefasst hat. Vergesst auf jeden Fall nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Allerhand abgedrehte Wünsche und Fantasien haben die Menschen. Und wo die Liebe hinfällt, das hat meine Freundin Hannah herausgefunden. Die hat sich nämlich mit Michelle getroffen, die in ein Flugzeug verliebt ist. Lucy Cat filmt sich freiwillig, aber viele Frauen landen unfreiwillig im Netz, wo sie heimlich auf öffentlichen Toiletten gefilmt werden. Unsere Kollegen und Kolleginnen von Steuerung F haben sich hier mit diesem Thema beschäftigt.